Einen wunderschönen guten Abend, die Damen und natürlich auch die Herren. Heute wollte ich eigentlich was anderes machen, aber die Deutsche Post ist mir dazwischen gekommen und die Sachen, die ich bestellt habe, für die Sachen, die ich jetzt eigentlich machen wollte, sind leider noch nicht da und kommen erst am Dienstag. Und ja, da müssen wir heute ein bisschen improvisieren. Das heißt, wir machen heute einfach mal einen Nailart-Grundkurs. Eigentlich wollte ich heute was übers Fräsen machen, aber meine ganzen Fräsköpfe sind noch nicht da. Ja, wie gesagt, wir improvisieren heute ein wenig. Ich habe heute in einem Bastelladen so ein paar Sachen gekauft. Ich hoffe, das reicht für das, was ich euch zeigen möchte. Und ja, ich habe so ein paar Notizen gemacht und dann fangen wir doch direkt mal an. So, wie gesagt, heute Nail Art. Ich habe noch was vergessen. Das hier ist keine Schleichwerbung. Nein, es ist ganz normales Dortmunder Wasser. Dortmunder Wasser. Das leckerste Wasser auf diesem Planeten. Wunderbar gefiltert durch die Dortmunder Kläranlagen und sehr bekömmlich für den Magen. Stillt den Durst und schmeckt dazu super. Ja, so viel dazu. Ich drehe es auch mal um, damit da keine Marke drauf zu sehen ist. So. So. So, wie gesagt, heute eine Art Grundkurs. Wir gehen heute die Basics einmal durch. Das heißt, wann tragt ihr Glitzer auf? Wann kommt ein Steinchen? Wann kommt ein Sticker? Am besten. Oder wann macht ihr am besten eine Malerei auf den Finger? Das Ganze wollen wir heute durchgehen und ja, starten wir am besten jetzt. Das Erste, was ich sagen möchte, ist, plant euer Muster. Ihr müsst wissen, was wollt ihr machen und wann kommt was am besten. Wollt ihr Glitzer machen? Ja, nein. Wann kommt das Glitzer am besten als erstes drauf? Oder arbeitet ihr mit verschiedenen Farben? Was für Farben? Das müsst ihr alles wissen, um wirklich eine gute Haltbarkeit und natürlich auch zu gewährleisten, dass es natürlich auch gut aussieht. So, kommen wir zum Glitzer. Was für Glitzer benutzt ihr am besten? Im Grunde ist es scheißegal, was für Glitzer ihr benutzt. Ihr könnt wirklich in jeden Bastelladen gehen, euch das Zeug organisieren. Ich tendiere mehr dazu, mir Pulver zu organisieren, auch vom Hersteller, also vom Nagelhersteller, weil das könnt ihr wirklich dann für alles benutzen. Wenn das Zeug direkt schon im Gel drin ist, dann seid ihr so ein bisschen eingeschränkt. Deshalb tendiere ich lieber zu Pulver. Ich war heute im Bastelladen und habe mir das hier organisiert. Ich möchte jetzt keine Werbung machen für diese Marke. Ihr könnt wirklich holen, was ihr wollt. Es kommt natürlich jetzt auch darauf an, was wollt ihr mit dem Glitzer anfangen. Für Striche oder French würde ich immer empfehlen, das Ganze schon mit Gel zu mischen, damit ihr wirklich eine Paste habt, die ihr auftragen könnt. Für so Sachen wie Farbverläufe, die ihr ein bisschen mit Glitzer dekorieren wollt, würde ich es lieber in Pulverform lassen. Aber wann kommt das Glitzer oder an welcher Stelle macht ihr das Glitzer am besten? Auf den Nagel. Ich persönlich tendiere mehr dazu, das Ganze unter das Aufbaugel zu machen. Denn wenn ihr das Ganze über das Aufbaugel macht, das heißt über die dicke Schicht und vor der Versiegelung auftragt, kann es sein, dass ihr Huckel auf dem Gel habt. Und das fühlt sich natürlich blöd an für die Kundin und sieht natürlich auch blöd aus. Ich möchte euch jetzt erstmal zeigen, wie man French am besten mit Glitzer macht. Ich zeige euch das Ganze heute nur auf Tipps. Ich habe heute kein Modell hier sitzen. Ja, aber ich versuche natürlich trotzdem euch so gut wie möglich zu erklären, an welcher Stelle ihr das Ganze am besten auftragt. So, für den French mische ich das Glitzer erstmal mit Gel. Aber was für Gel nehmt ihr dafür am besten? Ich würde euch empfehlen, ein mittelviskoses Gel zu nehmen, am besten ein Einphasengel. Das lässt sich irgendwie besser auftragen, wenn das so ein bisschen fluffiger ist. Das heißt, ich habe jetzt kein Einphasengel hier, ich nehme jetzt normales Aufbaugel, geht natürlich auch. So, ich denke mal, das würde reichen.
Und dann schmeiße ich doch jetzt einfach mal ein bisschen Aufbaugier rein. Ich will jetzt natürlich keinen Pinsel von mir versauen, weil Glitzer werde ich sehr selten machen bei meiner Kundin. Einfach so ein bisschen rein hier. Muss da so mal gucken. Ich würde erstmal mit wenig Gel. Ah, scheiße. Ich würde erstmal mit wenig Gel anfangen. Das wird eine Sauerei. Ich würde erstmal mit wenig Gel anfangen. Und falls euch das dann immer noch zu dick ist, noch ein bisschen mehr Gel reinmachen. Weil wenn es zu dünn ist, ist es natürlich blöd, wenn ihr noch mehr Glitzer reinmachen müsst. Und das Ganze vermischen wir jetzt so gut wie es geht. Ja, ich glaube, da habe ich schon eine ganz gute Konsistenz getroffen. Also so ist wirklich schon ganz nice. Das Glitzer ist natürlich kein Glitzer, was komplett abdeckt. Werdet ihr auch gleich sehen, wenn ich es auf den Nagel auftrage. Ich würde euch natürlich empfehlen, bestellt euch ein paar Glitzerpöttchen extra, wenn ihr das Ganze mischt. Ich habe jetzt leider keine hier, wieder schlecht vorbereitet. Aber nichtsdestotrotz, es wird trotzdem funktionieren. So, tragen wir das Ganze jetzt doch mal auf. So, ich habe jetzt den ältesten Pinsel aus der Ecke gekramt, den ich gefunden habe. Das ist jetzt der hier. Ich glaube, den habe ich damals benutzt, um eine Airbrush-Maschine sauber zu machen. Aber der tut es natürlich auch wunderbar. Ihr könnt natürlich auch einen Dotting-Stick nehmen. Ist kein Problem. Aber ich mache es jetzt mal mit dem hier, damit ihr auch seht, dass das damit auch funktioniert. Kamera scharf. So. Und dann tragen wir das Ganze auf. Hier müsst ihr nicht so sehr aufpassen, dass ihr über die Smyline kommt. Hier könnt ihr ruhig ein bisschen rumpanschen. Guckt, dass es nicht zu dick wird, weil Glitzer ist immer ein bisschen dicker als normales Farbgel. Und dann schmiert ihr euch das so Pi mal Daumen hin. Natürlich, wenn es direkt am Anfang sitzt, ist es super. Wenn es nicht am Anfang sitzt, dann könnt ihr, das ist das Gute bei Glitzer, das Ganze noch so ein bisschen zurechtschieben, bis es passt. Das ist wirklich super, vor allem für Anfänger. Da kann man so ein bisschen rumexperimentieren und testen, bis es wirklich perfekt sitzt. Und dann kommt das Ganze mindestens 2 Minuten in die Lampe. Glitzer würde ich immer ein bisschen länger drin lassen, weil diese Glitzerpartikel reflektieren natürlich auch die UV-Strahlung und dadurch kann das Ganze wieder ein bisschen schlechter härten. Deshalb lieber ein bisschen länger drin lassen, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Kleiner Quick-Tipp am Rande. Wenn ihr Kunden habt, wo die Ecken manchmal abbrechen oder vorne die Spitze einreißt oder wie auch immer, versucht es doch mal mit Glitzer-French. Das kann wirklich manchmal helfen, denn Glitzer ist ein bisschen dicker und natürlich die Partikel tragen auch zu einer gewissen Stabilität bei. Das heißt, versucht es einfach mal. So, machen wir mal einen Glitzerstrich unter das French. Dazu nehmt euch auch wieder irgendeinen alten Pinsel. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit dem Dotting-Stick machen, geht natürlich auch. Und dann tauchen wir das Ganze in das Glitzer einmal ein. Da könnt ihr ruhig ein bisschen mehr nehmen. Und dann zieht ihr euch das Glitzer so ein bisschen dahin, wo ihr es hinhaben wollt. Wir machen jetzt hier einfach mal so eine Linie unter den French oder unter das French besser gesagt. Und auch hier gilt wieder, falls ihr noch nicht zufrieden seid mit der Linie, dann schiebt euch einfach das Glitzer so ein bisschen zurecht, bis das Ganze euch gefällt. Natürlich mit deckendem Gel sieht das Ganze immer ein bisschen besser aus, aber habe ich jetzt nicht. So, für diese Technik, die ich euch jetzt zeige, das ist so eine Art Farbverlauf mit Glitzer. Brauchen wir einmal das Glitzerpulver und ein bisschen Aufbaugel. Das tragt ihr jetzt am besten direkt nach dem Haftgel auf. Das heißt, ihr macht jetzt eine dünne Schicht Aufbaugel. Wieder darauf achten,
dass ihr nicht an die Nagelhaut kommt, streicht ihr das Ganze komplett einmal ein. Und dann nehmen wir den Fächerpinsel, tunken den in das Glitzer ein und fangen vorne an der Spitze an, das Glitzer von dem Pinsel abzuklopfen. Und gehen dann immer weiter nach hinten zur Nagelhaut. Ich bin da immer so ein bisschen über die Hälfte des Nagels gegangen. Kommt natürlich darauf an, wie lang der Nagel auch ist der Kundin. Und dann wird das nach hinten immer weniger. Also ihr müsst wirklich vorne an der Spitze anfangen, damit ihr da das schon mal das meiste Glitzer abgeklopft habt. Und dann nach hinten hin wird es dann immer weniger, was auf dem Pinsel ist und was ihr dann auf den Nagel klopft. Und dadurch entsteht dann dieser feine Farbverlauf. Ich hoffe, man sieht es in der Kamera. Sieht immer ganz nice aus. Könnt ihr natürlich auch mit Silber machen und so. Oder noch eine andere Farbe drunter oder mehrere Glitzerfarben. Das funktioniert eigentlich immer sehr gut und die Kunden waren immer recht angetan. Das war's auch schon mit Nail Art Grundlagen Teil 1. Ich werde mir jetzt noch was Leckeres zu essen machen und dann geht's ab auf die Couch vor den Fernseher. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben. Sharen, teilen, liken würde ich mich auch sehr drüber freuen. Facebook, Twitter, Instagram geht auch einiges ab. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris. Dortmunder Wasser.